von dem Glauben abfallen. Das ist ein geflügeltes Wort. Und immer wieder hört man, jemand sei vom Glauben abgefallen. Das sagt man teilweise auch über Christen. Ist diese Formulierung eine biblische? Heißt das etwa, dass wiedergeborene Christen wieder verloren gehen können? Wer fällt hier eigentlich von welchem Glauben ab? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet. Also bleibt dran. Diese Formulierung von dem Glauben abfallen gibt es nur ein einziges Mal explizit in der Bibel, und zwar im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4. Im 1. Timotheusbrief geht es um den Glauben, und zwar um die Bewahrung des Glaubens. Die Bibel unterscheidet grundsätzlich in zwei Arten von Glauben. Es geht hier um den Glauben mit Artikel. Dabei ist hier das gesamte biblische, insbesondere christliche Glaubensgut gemeint. Es ist der Glaubensgut, die Glaubenswahrheit, die in der Bibel mitgeteilt wird, insbesondere über die Person Jesu Christi. Das Zentrum des Glaubensgutes ist die Person Jesu Christi. Das macht Ende Kapitel 3 im 1. Timotheusbrief klar. Und um dieses Glaubensgut geht es hier in diesem Vers. Die zweite Kategorie von Glauben ist das Glaubensvertrauen, also die Aktivität, wenn man an jemanden glaubt oder wenn man an etwas glaubt. Das ist die zweite Bedeutung von Glauben. Aber im Timotheusbrief, insbesondere in diesem Vers, geht es um den Glauben, also mit Artikel um das Glaubensgut. Und da haben die Menschen eine Verantwortung, wie sie mit diesem Glaubensgut umgehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen können die Menschen dieses Glaubensgut bewahren und verteidigen und festhalten, so wie es Paulus in diesem Brief sagt, oder man kann dieses Glaubensgut aufgeben, mit den Füßen treten, ersetzen mit Lehren von den Dämonen. Das wird hier als Abfallen bezeichnet. Also Abfallen von diesem Glaubensgut bedeutet, dass man es ersetzt mit Lehren von den Dämonen. Um welche Menschen geht es hier? Wer muss hier eines Tages Rechenschaft ablegen vor Gott, wie er dieses Glaubensgut verwaltet hat? Es geht um die Menschen in dem sogenannten großen Haus. Das ist auch eine Metapher im Timotheusbrief. Paulus nennt es das große Haus. Das ist eine Metapher für die Christenheit, also für den Bereich auf der Erde, in dem sich die Menschen zum christlichen Glauben bekennen, beziehungsweise zu Christus bekennen. Das ist letzten Endes nichts anderes als die Christenheit. Und in dieser Christenheit gibt es zwei Gruppen von Menschen. Es gibt zum einen wahre, wiedergeborene Christen, die sich wirklich zu Christus bekehrt haben und Leben aus Gott haben. Und es gibt Scheinchristen, Namenschristen. Schau dir dazu unbedingt das unten verlinkte Video an. Das sind Menschen, die haben zwar ein formelles Bekenntnis zu Christus. Sie bekennen sich formell zum christlichen Glauben, vielleicht indem sie getauft sind, aber sie haben kein Leben aus Gott, sie sind nicht von Neuem geboren, sie sind nur Bekenner, falsche Bekenner. Und die Menschen in diesem großen Haus werden eines Tages Rechenschaft ablegen müssen vor Gott, wie sie mit diesem Glaubensgut umgegangen sind. Und nun gibt es Menschen, die hier werden hier im 1. Timotheus 4, Vers 1 genannt, etliche, die von diesem Glaubensgut abfallen. Das sind also Menschen, die haben ein christliches Bekenntnis. Sie sind Scheinchristen, die ersetzen das Glaubensgut, insbesondere über die Person Jesu Christi, mit Lehren von den Dämonen, die Lügenredner verbreiten. Das machen die nachfolgenden Verse klar. Also Lügenredner verbreiten Lehren von den Dämonen. Und etliche nehmen diese Lehre an und geben dieses christliche und biblische Glaubensgut auf und ersetzen es mit diesen dämonischen Lehren. Das bedeutet hier, von dem Glaubensgut abzufallen. Es geht hier also nicht um wiedergeborene Christen, sondern es geht hier um Scheinchristen, um Namenschristen, die die Lehren insbesondere über die Person Jesu Christi aufgeben und mit dämonischen Lehren ersetzen. Und ich möchte da erinnern an all die sogenannten Geistlichkeiten der Kirchen, Pfarrer, Bischöfe, Päpste und viele mehr, die ein christliches Bekenntnis haben, die sich zum christlichen Glauben bekennen, die in der Kirche wirken oder sogar in manchen Gemeinden wirken, aber Lehren, insbesondere über die Person Jesu Christi, zum Beispiel die Jungfrauengeburt oder dass Christus wirklich Gott ist oder dass er sündlos ist, all diese Dinge werden aufgegeben und ersetzt durch menschliche dämonische
lehren. Das bedeutet, von dem Glauben abfallen, also vom Glaubensgut abzufallen. Es gibt also einige Fehlauslegungen, indem man zum Beispiel das auf wiedergeborene Christen anwendet, wenn man sagt, der oder diejenige sei vom Glauben abgefallen. Das lehrt die Bibel an keiner Stelle. Was wiedergeborene Christen tun können, ist, sie können zum Beispiel weltlich leben, also weltförmig leben, Römer 12, oder gar fleischlich leben, das heißt, wenn die Sünde in ihrem Leben regiert, oder auch unmündig sein, geistlich unmündig. Sie können einschlafen geistlich. Sie können auch einfach ungeistlich leben. Sie können eine irdische Gesinnung haben, gemäß Kolosser. All das können wiedergeborene Christen. Das hat aber nichts mit der Errettung zu tun. Und das wird nie umschrieben mit von dem Glauben abfallen. Das ist eine völlige Fehlauslegung von dieser Formulierung. Also zusammengefasst heißt es, von dem Glauben abfallen. Es geht im Timotheusbrief um Scheinchristen, um Menschen, die ein christliches Bekenntnis haben, sich formell zum christlichen Glauben bekennen, aber die Wahrheiten, das Glaubensgut, vom Glaubensgut abfallen, indem sie es aufgeben und ersetzen durch dämonische Lehren. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, diesen Vers und auch diese Formulierung besser zu verstehen. Falls du noch weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.